Okay, stimmt, genau, ich wusste als letztes nicht, wo ich war, aber mir ist eingefallen, weil ich hatte alle, genau, ich hatte alles durchsucht und es gab keinen Weg mehr, aber da war doch noch ein Rätsel, das ich mir nicht weiter angeguckt habe, weil ich dachte, es wäre der Schlüssel zum Tresor, aber warte mal, wo war das denn? War da nicht irgendwo hier noch ein Stimmt, Notizzettel, hier. Gibt Halt und verbirgt. Halt. Hier ist doch was hält. Warte, von vorne. Ah, tatsächlich. Das ist eine... Warte. Das ist eine Säule, Leutnant. Sie haben sicher schon einmal eine gesehen. Ich glaube, unser Leutnant hat etwas entdeckt, Gnädigste. Fällt sich genauso wie Herr Professor sagen. Aufgemerkt, Säule ist hohl. Sapperlot. Wer hätte gedacht, dass jemand im 19. Jahrhundert noch einen derart alten Trick verwendet? Sehen Sie nur, in dieser Öffnung steckt eine Art Plan. Wenn Sie gestatten, Verehrteste. Der Schaltplan des Schlosses. Beeindruckend. Die Leitungen scheinen über Kilometer. Ha! Sehen Sie nur! Die gesamte elektrische Kapazität dieser Anlage geht von einem gemeinsamen Zentrum aus. Wenn wir den Schaltkasten finden, ist es wohl um die meisten späteren Mechanismen geschehen. Und das sage ich. Wir werden diesem Gemäuer seine Geheimnisse entreißen. Oh, das war gar nicht nett zu seinem Freund. Herr, und wo soll ich jetzt hin? Eine Säule. Das hilft mir irgendwie nicht. Hey, einfach Holz. Der Schaltplan des Schlosses. Hilft mir diese Skizze irgendwie? Das ist ein X. Das. Wenn wir den Schaltkasten finden, ja, und wie zur Hölle soll ich den Schaltkasten finden? Puh. Ja, okay, jetzt stecke ich trotzdem schon wieder fest. Ein kleiner Revolver für zarte Damenhände. Oha, 17 Schaden. Ein eleganter Schirm aus hartem Holz. Sibyl. So. Achso, die drei können sich auch mal heilen eigentlich. Naja, ins Bett legen geht nicht. Aber ich habe jetzt herausgefunden, beziehungsweise nachgeguckt, was die Lösung ist und oder wo ich weiterhin muss und da hätte man auch selbst drauf kommen können. Ich hätte ein bisschen genauer hingucken sollen. Da steht 7319 an den Ecken von diesem Ding. Ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge. 7319. Gucken wir mal. 7319. Ha! Das war's nicht. Okay. 7319 7319 7 3 2. Wo hatte ich gerade die 1? Hier oder da? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Was? Fubu. Wo hatte ich jetzt schon wieder? 3. 7, 3, 1, 9. Okay. Vielleicht hätte ich doch nachgucken sollen. Direkt nach der Kombination. Statt hier jetzt alles auszuprobieren. Ich glaube, ich gucke einfach mal nach, so bevor ich alles... Okay, das war's.
hatte ich auch tatsächlich eine Sache nicht ausprobiert von den vorherigen Sachen. Ja. So aufmerksam. Habe hier weiteren Schlüssel gefunden. Okay. Jetzt haben wir einen weiteren Schlüssel. Was haben wir hier noch nicht aufgeschlossen? Das ist unser Schlafzimmer. Da unten ist der Balkon. Das hier ist... Nee, da kommen wir nicht rein. Tür ist fest verschlossen. Okay. Ah, und Igors Zimmer. Gibt es noch irgendwas anderes? Ah, Schlüssel passt. Pfui Teufel, was für ein muffiger Albtraum von einem Zimmer. Es wirkt alt. Sehr alt. Ein Stapel zerlesener Bücher. Burn. Teufel auch. Was für eine klebrige Wahrscheinlichkeit wurde hier nur eingewickelt. Die Reste wirken irgendwie organisch. Oh mein Gott, es lebt! Eigenartig. Diese Schrift ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr in Gebrauch. Und dennoch wirken diese Zeichen, als seien sie erst vor kurzem geschrieben worden. Aber Sie können die Buchstaben doch lesen, Professor. Natürlich. Erstaunlich, erstaunlich. Hören Sie! Der neue Meister ist ganz Feuer und Flamme für das Projekt. Etwas anderes hätte mich auch überrascht. Sie reagieren alle so, wie sie dem Lockdruck der Ewigkeit erliegen. Die Fähigkeit des Meisters auf dem Gebiet des Elektrischen sind bemerkenswert. Sollten wir der Urfrage etwa mit den Methoden der Moderne erfolgreich zu Leibe rücken. Ich bin zuversichtlich, nach all dieser langen Zeit scheint sich hier ein Weg aufzutun, der selbst dem Blutkult meines bislang größten Herrn überlegen scheint. Viele Herren hat dieser Igor denn bislang schon bedient? Hier klingen einige beunruhigende Vorstellungen an. Ich frage mich, wie alt dieser Igor eigentlich ist. Alt genug für ordentliche Abzweigung! Auf geht's! Auf geht's! Potzblitz, ein Buch des Herrn Professors! Gestalt und Form außerirdischer Wesenheiten mit figürlichen Abbildungen. Was sagt man dazu? Eine kleine, populäre Schrift, die ich einst anfertigte. Sie behandelt fremdartige Lebensformen. Aber was macht sie hier? Wollt ihr in dem Buch blättern? Nein. Weiter, keine Zeit für Schmückereien. Jetzt ja. Potzblitz, ein Buch des Herrn. Eine kleine bla 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 bla. Aber was macht sie hier? Wollt ihr in dem Buch blättern? Sternenwesen. Ganz zweifellos treiben in dem uns umgebenden Raum noch andere beliebte Kugeln. Einige einfache logische Überlegungen lassen dabei auf die Gestalt unseres Nachbarn schließen. Siehe dazu auch die beigelegte Skizze. Da unsere Nachbarn bislang weder Gruß noch Nachricht sandten, liegt die Annahme nahe, dass ihnen das dazu nötige technische Vermögen fehlt. Als dürfte also feststehen, dass unsere verehrten Nachbarn noch im Stadium roher Wildheit verharren, dennoch werden sie in vielen Punkten gewisse Ähnlichkeiten mit uns aufweisen. Nur Luftatmer können kulturschaffend sein, da Wasseratmer in ihrer unterseeischen Umwelt die Schmiedearbeit auf ewig verwehrt bleibt. Zudem werden jegliche vernunftbegabten Sternwesen über den unseren vergleichbaren vergleichbare Gliedmaß verfügen, ein paar Füße über den stabilen Stand und dadurch frei werdende Greifhände. Wie geht das nochmal? Es ist egal, wie viele Füße es hat. Hauptsache der Kopf ist oben. Schließlich je ein paar Augen und Ohren zur räumlichen Orientierung der Sinne, die zudem in Hirnesnähe befestigt sind. Ein Kopf bietet sich hier an. Fazit, unser Sternennachbar ist demnach noch etwas plump, luftatmend und von ähnlichem Zuschnitt wie ihr gestaltet. Was sagen Sie nun? Faszinierend! Demnach ließe sich eine gemeinsame Basis mit unseren Nachbarn finden, oder Leutnant? Müsste leicht zu unterwerfen sein! Unser Aufgabe wird es sein, den armen Wilden um die Zivilisation zu bringen. Oh ja. Erobern! Zivilisieren! Und wenn sie die Stern und wenn die Sternvölker gar keinen Wert auf unsere Einmischung legen, meine Herren? Was für ein merkwürdiger Gedanke. Es ist unsere Mission, den Wilden dieser Welt das Feuer zu bringen. Eben, Peng, Krach, Feuer! Wir werden noch einmal ausführlich darüber beraten, meine Herren. Ein Buch, Potzblitz. Das hier bedeutet
Eine kleine populäre Schrift. Aber was macht sie hier? Wollt ihr das lesen? Ja! Oh, guck mal, das Buch. Ein paar grüne Westen und verblichene Hemden sind schon alles, was hier hängt. Aber da oben ist ein Buch. Oh. Zwei Gucklöcher in Augenhöhe. Damit lässt sich der gesamte Gang überblicken. Ah. Das heißt, wir wurden von hier aus beobachtet. Ein paar getrocknete Kräuter und Pilze unbekannter Art. Ah, warte, mir fällt da noch was ein. Oh, jetzt habe ich Enter gedrückt. Möhren. Eigenartig. Das sind keine Möhren, Leutnant. Sehen Sie genau hin. Finger, Daumen, andere Handteile. Ein mächtiger, ein organisches Ersatzteillager. Was machen Möhren denn hier? So, ich wollte jetzt eigentlich Dinge. Und zwar ein Geistesblitz. Erhöht Geister auf um 3 Punkte. Oha. Hat scheinbar nicht gemacht. Okay. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nämlich den Pilz. Erhöht HP um 5. Für dich. Pilzmann. So, hier sind Finger drin. Wie kann man so hausen? Ist gar nicht so schwer. Obwohl eigentlich schon. Zwei Gucklöcher in Augenhöhe. Ja toll, jetzt habe ich hier auch wieder nichts gefunden. Pfui. Möhren, eigenartig. Pfui. Jetzt komme ich schon wieder nicht weiter, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir hier rausgefunden, dass die Gucklöcher sind. Leerer, stummer Blick. Schlechte Arbeit. Ja, das gibt's doch nicht. Ich weiß schon wieder nicht, was ich machen soll. Pfui. Achso, um die Spinnen geht's. Oho. Der typische Gesuch von Allium Sativum. Gesundheit. Knoblauch, mein lieber Leutnant. Ganz ordinär Knoblauch. Ja, ich hab keine andere Wahl. Ich werde nochmal nachgucken, wo ich lang muss. Ich habe nämlich dort echt keine Idee.